Vergiss den Sprengstoff. Er ist schon an uns vorbei. Shepard! Das nehme ich mit. Sie haben uns gesehen. Thank you.
Schirme. Feuer auf mein Ziel konzentrieren. Shepard? Aber sie sind tot. Es geht mir schon besser. Und jetzt sind sie hier, um mich zu töten. Sie sind wirklich völlig paranoid, stimmt's? Bitte nicht so herablassend, Shepard. So charmant wie immer. Sie sehen darin bestimmt sehr viel Ironie. Erst kümmern Sie sich um meine Schwester und jetzt sind Sie wegen mir hier. Nun, Sie haben es bis hierher geschafft. Was jetzt? Ich würde keine Zeit damit vergeuden, Sie zur Strecke zu bringen. Und wie nennen Sie das hier dann? Sie haben meine Türme praktisch eingerissen. Ich habe nicht Sie gesucht. Wovon zum Teufel reden Sie da? Geht's um Credits? Sind Sie etwa hinter Geld her? Nennen Sie mir einfach Ihren Preis. Dann können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Alle Credits der Welt lösen dieses Problem nicht, Nassana. Wer zum Teufel hat Ihnen das Recht gegeben, Gott zu spielen? Ich mag ja nicht perfekt sein, aber sehen Sie sich mal selber an. Wir töten beide Leute für Geld. Worin besteht der Unterschied? Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. Selbst wenn ich könnte, will ich es nicht verhindern. Was soll das heißen? Natürlich können Sie es verhindern. Sie müssen nur nicht... Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen! Sie bleiben, wo Sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Wer? Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Ich habe einen weiten Weg hinter mir, um mit Ihnen zu reden. Einen Moment noch. Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich kommen würde? Wusste ich gar nicht. Bis Sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nassana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Man hat mir auch gesagt, es sei unmöglich, nach Ilos zu kommen. Gutes Argument. Ihre Karriere baut ja fast darauf auf, das Unmögliche möglich zu machen. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe.
Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Heißt das, Sie schließen sich unserem Team an? Ich werde für Sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären Sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Seine offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja, oder auch nicht. Brauchen Sie etwas? Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Wir brauchen die bestmögliche Ausrüstung, um es mit den Kollektoren aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Hinweise, die ich verfolgen könnte? Mein altes Kontaktnetzwerk hat oft seltene Ausrüstung für mich aufgespürt. Soll ich mit Ihnen mal in Kontakt treten? Ja, mal sehen, was Sie haben.